Hallo, ich bin Projektheld und heute zeige ich euch, wie man sich aus dem Mountainboard und einem Overboard ein elektrisches Mountainboard baut. Und ob das Ganze wirklich funktioniert, seht ihr am Ende vom Video, weil da mache ich eine Testfahrt damit. Bei dem Mountainboard ist nicht viel dazu zu sagen. Das hat ein Freund von mir beim Sperrmüll gefunden und hat mich gefragt, ob ich es haben will. Da habe ich natürlich direkt ja gesagt. Das ist eigentlich noch ein ziemlich guter Zustand. Die Lager sind super, die Räder sind vielleicht ein bisschen platt, aber ich glaube, wenn ich die aufpumpe, dann ist das Ding eigentlich fast wie neu. Das Hoverboard, leider raschelt da ein bisschen was drin und ist auch generell komplett kaputt, also funktioniert nichts mehr. Ich habe das Ganze auf eBay gekauft und jetzt nehme ich es mal auseinander und schaue, wie es drin aussieht. Ich hoffe, dass die Motoren noch funktionieren. Falls der Akku noch gehen würde, wäre es natürlich auch noch echt cool. Da muss man sich keinen neuen kaufen und die Akkus drin sind auch noch relativ hochwertig und da spare ich mir einen Haufen Geld. Hier sieht man schon mal den großen Akku. Was drin geraschelt hat, war wahrscheinlich hier der Dreck. Da sieht man, wo die schon davor mit gefahren sind. Das heißt, das ist schon mal nichts Schlimmes. Der Akku ist auch hier verbunden mit der Steuerplatine auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Akku wird wohl vermutlich wirklich hinüber sein, was ziemlich blöd für mich ist. Was man eigentlich immer als erstes machen sollte, ist den Akku abzustöpseln. Hier können wir jetzt den Akku entnehmen. Der besteht aus Lithium-Ionen-Zellen, die alle miteinander verbunden sind. Und diese Akkus sind die modernsten, die es zurzeit gibt. Man sollte auf jeden Fall gut aufpassen, wenn man mit solchen Akkus arbeitet. Weil die Dinger können wirklich richtig in die Luft fliegen. Leider wird er vermutlich kaputt sein, aber wenn ich Glück habe, kann ich ihn vielleicht noch reparieren. Der Akku hat eine Restspannung von 32,3 Volt. Das ist nicht wirklich gut für einen Akku, der eigentlich 36 Volt haben soll, aber er ist auf jeden Fall auch nicht komplett tot. So, nach dem Durchmessen vom Akkupack habe ich jetzt festgestellt, dass leider zwei Zellen kaputt sind. Das ist aber nicht so schlimm, die kann man austauschen. Dabei muss man nur darauf achten, dass man auch exakt die gleichen wieder einbaut. Also nicht irgendwie welche, die nur so ähnlich sind, sondern es müssen exakt die gleichen sein. Blöderweise sind es genau die zwei Zellen, die hier innen drin liegen, aber die kriegt man auch ausgetauscht und dadurch spare ich viel Geld, weil der Rest vom Akku noch funktioniert und die Zellen habe ich schon bestellt. Und dann kann ich die das nächste Mal reparieren. Aber jetzt mache ich erstmal weiter mit dem Board und gucke, dass ich irgendwie die Motoren an das Board rangebaut kriege. Mhm. 36 Volt Brushless Motor. Die sind auch eigentlich relativ hochwertig oder sagen wir mit das teuerste an dem ganzen Board. Und der zweite Motor. Die Motorhalterung kann ich eventuell wiederverwenden und deswegen zerlege ich jetzt auch noch den Rest, dass ich hier gut rankomme und die dann eventuell noch benutzen kann. Ich habe schon die Idee, wie ich die Räder hier vorne ranmontiere. Und zwar versetzen sie leicht nach unten, weil der Durchmesser von den Rädern ein bisschen kleiner ist. Das Board auch wieder schön gerade. Um die da ran zu klemmen, werde ich die alten Halterungen benutzen. Deswegen säge ich die jetzt erstmal hier aus dem Teil raus. So, ein kleineres Stück Stahl kann ich leider nicht mehr finden, aber ich denke auch aus dem kann ich mir das rausschneiden, was ich brauche. So, hier sind jetzt die fertigen Teile. Die sind nicht wunderschön rechteckig geworden, aber ist auch gar nicht so schlimm. Ich werde jetzt erstmal die vier Löcher auch hier reinbohren, dass ich dann die Achse zwischen den beiden einklemmen kann.
kam endlich die Post und hat mir zwei Pakete mitgebracht. Die zwei Lithium-Akkus. Und einmal eine ECS mit Fernsteuerung. So, jetzt habe ich endlich diese Teile hier hergestellt. Jetzt möchte ich die auch an die Achse ranbringen und dafür baue ich jetzt erstmal die Achse aus. Damit ich nachher vorne und hinten den gleichen Radabstand habe, muss ich hier noch ein bisschen was wegschneiden. So, und jetzt sollen hier die Achse von dem Hoverboard eingeklemmt werden und mit dem Teil hier noch die Achse eingeklemmt. Und weil die Hoverboard-Räder einen kleineren Radius haben als die Mountainboard-Räder, ist es perfekt, dass es ein bisschen unterhalb liegt. Dadurch ist das Board später wiederum gerade. So, ich habe ihn jetzt mal nach draußen begeben, um jetzt den Akku zu reparieren, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nachher noch anfängt zu brennen und deswegen gehe ich lieber raus. Endlich habe ich den Akku fertig repariert. Das war eine ziemlich beschissene Angelegenheit und jetzt bin ich durch. Ich habe auch schon gemessen, soweit funktioniert auch alles wieder. Das hier ist die Hülle, die aus dem 3D-Drucker rauskam. Und in die schraube ich jetzt die ESC-Einheit rein. Und dann kommt noch der Akku hier mit drauf, ungefähr hier, ziemlich schön mittig. Und wenn ich das alles fertig geschraubt habe und angeschlossen habe, kann ich schon mal den ersten Testlauf machen. Den Schalter habe ich noch vom Hoverboard aufgehoben und den möchte ich jetzt auch wieder hier dran.